Hallo. Hallo liebe Leute, mein Name ist Markus und willkommen zu dem Interview mit dem einzig wahren Hasbulla. Hallo Herr Hasbulla. Eine Frage, wer ist der stärkste Kämpfer der Welt? Ich bin der Beste. Hast du mal meine Technik gesehen? Was hast du vor in Dubai? Business. Wie man sieht, hast du ganz schön viel Geld verdient. Was machst du eigentlich mit deinem Geld? Zuerst habe ich für meine Mutter gebaut ein Haus in Kosovo und dann habe ich mir gekauft eine Lamborghini in Dubai. Was ist wichtig in einem Leben von Hasbulla? Ich habe genau vier Sachen in meinem Herz. Familie, Training, Erdbeeren und schöne Autos. Ich liebe Lamborghini, Bugatti, Ferrari. Dein Lieblingsanime? Dragon Ball ist der Beste. Wer ist der stärkste Anime-Charakter? Son Goku gibt alle nur Vorgehen. Ich glaube, Monkey D. Ruffy ist stärker. Das glaubst du, weil du dumm bist in deinem Kopf. Wie man in manchen deiner Videos sehen kann, hast du eine Katze. Warum schlägt dein Herz so für Katzen? Ich liebe Mieze-Katzen über alles. Meine Katze heißt Granit, habt ihr schon oft gesehen in meinen Videos. Ich will ihn zeigen, Dubai. Wo hast du die Katze gefunden? Granit habe ich gefunden in meinem Dorf. In Kosovo. Er war eine kleine Babykatze und jetzt will ich ihn mitnehmen und zeigen Dubai. Wie man in manchen deiner Videos sehen kann, hast du sehr gerne Waffen dabei. Warum machen sie das? Ja, habe ich immer dabei. Meine Waffe, meine Messer. Immer dabei, falls jemand angreift. Viele haben gesehen bei Instagram meine Pistolen. Mit 2 bis 3 Leuten kann ich auch kämpfen mit meiner Fäuste, aber manchmal kommen auch 5, 6 Leute und da muss ich mich verteidigen mit meinen Waffen. Die Leute sollen versuchen, mich anzugreifen und dann sehen wir, was passiert. Bist du eine von Grund auf aggressive Person? Nein, ich bin kein aggressiver Mensch. Wenn du mit Respekt redest mit mir, dann habe ich auch Respekt für dich, verstehst du? So ist das. Was hast du in letzter Zeit viel unternommen? Hast du irgendwie viel trainiert oder? Urlaub, habe ich viel gemacht. Ich war in Dubai, habe gekauft eine Lamborghini, war essen viel. Ich glaube, ich bin eine Profi, ein Mann. Ich brauche nicht trainieren, ich bin immer bereit. Wenn du ein Mann bist und kämpfen willst, dann musst du immer bereit sein, egal ob mit Training oder nichts. Stemmst du oft Eisen? Ich bewege keine Eisen, Markus, mein Körper ist aus Eisen. Du hast echt einen muskulösen Körper, mein lieber Scholli, du. Ich habe bessere Körper als Arnold Schwarzenegger. Sehen Sie Ihre Fäuste als Waffen? Normal. Meine Fäuste sind lizenzierte Waffen. So, Herr Hasbulla, die letzte Frage. Wo sehen Sie sich in der Zukunft? Für meine Zukunft. Ich will ein Business machen wie Elon Musk, ein Geschäftsmann sein und sehr viel Geld verdienen, aber nichts für mich, sondern für arme Leute und den Leuten helfen, die Geld brauchen. Und ich will werden Präsident von Amerika. Ich will viele Gesetze machen auf der Welt und alle Menschen helfen. Ja, das ist mein Ziel. So, liebe Leute, das war's auch mit dem Interview. Ein sehr emotionales Interview. Vielen, vielen Dank, Herr Hasbulla, für das Interview und bis bald. Und ich hoffe, Afro Mubashke bezahlt mich irgendwann, ey. Ich musste mir die Reise nach Dubai selber bezahlen. Tschüss, liebe Leute. Dankeschön.